Ja, herzlich willkommen zu einem Let's Show am Sonntag. Mal von mir, nicht von Mr. Mannheim. Und zwar vom neuen Spiel basierend auf der Elder Scrolls 5 Skyrim Enderal. Keine Ahnung, irgendwas kommt dann danach noch. Ich weiß nicht, ob ich daraus noch ein Let's Play machen werde. Das werde ich dann sehen. Auf jeden Fall habe ich hier drauf gewartet, denn ich habe auch Nerim gespielt. Das war ja sozusagen das Enderwell von Oblivion sozusagen. Deswegen will ich auch gar nicht lange herumlabern und drück einfach mal auf Neu. Schatzjäger, Allah, schon mit tödlichem Gift. Auf jeden Fall ist Enderwall etwas schwieriger als Skyrim. Deswegen werde ich sehen, ob ich da auch noch locker durchkomme. Oh, der sieht ja wunderschön aus hier. Die Musik ist genial. Aber zuallererst mal bei Gameplay die Cursor-Empfindlichkeit hochstellen. Sieht schon besser. Mal ganz kurz Anzeige. Alles hoch. So. Leicht laut muss ich sagen, die Musik. Tut mir leid, da wollte ich eigentlich nicht, dass das hier noch alles. So. Das sieht so wunderschön aus hier. Es erinnert mich auch ein bisschen an Oblivion. Ich weiß nicht wieso. Oh, das ist. Oh, das Haus. Das gucke ich mir gleich an. Da gibt es wohl nicht so viel zu sehen, ne? So, meine Quest war, ich muss mit Fatih sprechen. Er hat mir etwas Wichtiges zu sagen. Alles klar. Oh, Pferde. Ich kann irgendwie noch überhaupt nichts machen, mit nichts interagieren. Das sieht auf keinen Fall normal aus. Diese Musik, das könnte ich mir instant in Dauerschleife anhören. Also das kann ich machen. Egaling, Schurmling. Alles klar. Oh, was war das? Pilze, die ich nicht aussaugen kann. Okay. Auf jeden Fall, das sieht sehr schön aus. Huhn? Nee. Ein Fasan? Keine Ahnung. Kann auch noch nicht kämpfen oder so. Ich kann auch noch nicht in die dritte Person oder so zurückscrollen. Ja, ich lasse das jetzt mal hier alles. Oh mein Gott, was ist das? Also bisher macht es der Anschein, dass ich daraus ein Let's Play mache. Das ist viel zu schön, um daraus nur ein Let's Show zu machen. Da ist irgendjemand. Das ist wahrscheinlich Fatih.
hey, ich hab dich gar nicht kommen sehen. Und mein Kind, wie war die Suche? Hast du es finden können? Was? Wo wir hier sind? Zu Hause natürlich, mein Dummerchen. Was ist das denn für eine Frage? Nur Schwesterchen, Mutter, du und ich. Das ist Blut! Und jetzt sag, wie war die Suche? Hast du es gefunden? Tut mir leid für den Husten. Oh, schade. Vielleicht suchst du ja einfach nur an den falschen Orten. Hast du daran schon mal gedacht? Naja, wer weiß. Ich schlage vor, du gehst jetzt erstmal rein und schaust, ob du Mutter drinnen ein wenig beim Kochen zur Hand gehen kannst. Ja. Der Schöpfer war nämlich heute gnädig zu uns und hat mir einen dicken, fetten Elch vor den Bogen getrieben. Alles klar? Ach, deswegen wahrscheinlich das Blut vom Elch, oder? Warum war's denn? War das denn so eine komische Gesprächsoption? Wo sind wir hier? Ich meine, ich habe persönlich überhaupt keine Ahnung, wo wir hier sind, aber gibt's eine Map? Yo, gibt's. Das nenne ich doch mal Nebel des Krieges. Ja, genau so muss es aussehen. Oh mein Gott. Das ist schon mal der Zaun auf Doom hier. Och, diese Lichteffekte. Magie. Ach ja, hier mit dem... Wie heißt das? Gibt's auch so ein Mod, was das so ähnlich macht. Keine Ahnung. Egal, nichts schon. Yeah. Ich hab so das Gefühl, wir müssen das jetzt sammeln oder so. Das ist die Kleidung. Auf jeden Fall. Sehr realistisch. Ja, okay, das ist auch nicht leicht so darzustellen, muss man so sagen. Ich finde diese Schrift auch viel schöner als bei Skyrim. Ach so. Kein neues Gebiet. Was ist denn das für ein Bild? Also mir macht das ein bisschen Angst. Bestick. Silberkelch, Essen ohne Ende. Naja, was ist wohl bei Tomaten drin? Ja, natürlich Tomaten. Lass uns. Oh, was ist das denn alles so? Kann ich nicht nehmen. Sieht sehr schön gemacht aus, ne? Leute, wenn die jetzt ein auf Horrorspiel machen, bin ich draußen. Das kannst du vergessen. Bin ich jetzt Kind oder wie? Ich komm nicht klar, Leute. Das sieht irgendwie... ich weiß nicht. Was ist das denn? Bitte sag, dass es Paprikaschoten sind. Das da. Das sieht aus wie so ein, ja, Brezel. Ja, ich bin leicht erkältet, das tut mir sehr leid. Dass ich mich da überhaupt noch entschuldigen muss für. Hier ist der. Oh weh, ich hatte ganz vergessen, was das für eine Sauerei hier drin ist. Aber übertrieben habe ich nicht, oder? Ein richtiges Prachtstück der Gute. Also, dann würde ich mal sagen, wir machen uns an die Arbeit, oder? Was? Ach siehste, das habe ich total vergessen. Die sind doch tot, weißt du nicht mehr? Du hast sie damals ermordet, alle beide. Aber ist doch eigentlich auch egal, oder? Was passiert ist, ist passiert. Und so bleibt immerhin mehr Fleisch für uns übrig. So, weißt du noch, wie das geht? Erst weg mit der Haut, dann auf mit dem Bauch, dann raus mit den Gedärmen. Ich suche in der Zeit nach einem schönen großen Messer, damit wir ihm den Kopf abtrennen können. Den will ja niemand essen. Was geht denn falsch? Was? Ich hab doch gerade erst angefangen und jetzt soll ich hier schon meine Mutter und meine Schwester getötet haben? Dreimal genau das gleiche, das ist schon irgendwie sehr komisch. Und was denn für Männer mit den Masken? Leute, ich hab doch überhaupt nicht aufgeräumt. Ach, mein Dummerchen. Was soll denn das jetzt schon wieder? Wir wissen beide, dass das eine Lüge ist. Du warst es. Ich weiß es noch ganz genau.
Als erstes hast du Schwesterchens Krippe angezündet. Lol. Sie hat doch dann so schrecklich laut geschrien, oh, weißt du nicht mehr? Gott. Mutter hat es mitbekommen und wollte sie retten. Aber als sie endlich oben war, war da nur noch verbranntes Fleisch übrig und... Ach, warum kommst du eigentlich immer wieder mit der alten Geschichte? Kannst du mir das mal erklären? Du weißt doch, wie unglücklich es mich macht, wenn du das tust. Du hast sie ermordet. Punkt aus, fertig. Und egal, wie oft du es abzustreiten versuchst, es ändert nichts daran, verstehst du? Gar nichts. Und jetzt lass uns bitte endlich essen. Ich bin so verflucht hungrig. Lull. Was ist, wenn ich das jetzt nehme? Beim Namen des Schöpfers. Was sollen diese Lügen? Reicht es denn nicht, dass du uns ermordet hast? Musst du mir auch immer und immer wieder mit diesem verdammten Gejammerer auf die Nerven gehen? Manchmal wünschte ich, der Schöpfer hätte mich nur ein klein bisschen weniger barmherzig, ein klein bisschen weniger gutgläubig geschaffen, weil ich dann nämlich rechtzeitig erkannt hätte, dass du von Sünde befleckt bist. Oh mein Gott, so gut. Dann statt dich großzuziehen, durchzufüttern und dir Liebe zu schenken, hätte ich dich gleich nach deiner Geburt in den Pferdetrog gesteckt, so wie es richtig gewesen wäre. Ja, ich hätte dich töten sollen. Ich hätte dich einfach töten sollen. Genauso wie du uns getötet hast. Und jetzt, glaubst du, du wärst sicher, weil wir alle unter der Erde liegen, was? Na dann hör mal gut zu, mein Kind. Da hast du dich geschnitten. Und weißt du auch warum? Weil die Toten nicht vergessen. Hörst du? Die Toten vergessen nicht. Und jetzt genug des Geredes. Ich will endlich essen. Bring mir das Fleisch, du verzogenes Balk. Bring es mir. Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch! Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch! Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch! Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Beginnen wir mit einer Frage. Vielleicht wird sie euch simpel erscheinen, aber dennoch bitte ich euch, darüber nachzudenken. Was unterscheidet einen freien Menschen von einem Sklaven? Für nun jedoch beginnen wir diese Geschichte, wo eine andere vor 3 Jahren endete. Beim Fall der Lichtgeborenen. 4000 Jahre hatten sie über diese Welt geherrscht. 7 Arkanisten, die durch Magie unendliches Leben erlangt hatten. Sie gaben der Menschheit in einer Zeit des Chaos das, was sie ihrer Meinung nach brauchte. Eine harte, aber beständige Herrschaft. Binnen eines einzigen Jahrhunderts einten sie die zerfallenen Länder. Und nur ein weiteres Jahrhundert später war ihr menschlicher Ursprung vergessen. Sie wurden zu Göttern oder Lichtgeborenen, als die sie sich verehren ließen. Doch je länger sie herrschten, desto mehr Stimmen wurden laut, die sie der Tyrannei bezichtigten. Die lauteste davon war die Nara zu Arantias. Und ihm gelang schließlich das Unmögliche. Das ganze Erleuchtung der Religion ist ein brennender Tempel. Er scharte eine Armee um sich, stürzte die Lichtgeborenen und schenkte den Menschen ihre Freiheit wieder. Der Preis dafür war jedoch verheerend. Denn wo Machtlücken entstehen, entbrennen Kämpfe. Und so geriet die Welt in den Zustand, in dem sie sich heute befindet. Zerfallen, zerrissen und zerbrochen. All das waren gute Voraussetzungen dafür, dass niemand in all dem Chaos eines bemerkte. Der Tod der Götter hatte noch etwas anderes in Bewegung gesetzt. Ein Uhrwerk, das lange stillgestanden hatte und dessen Zahnräder sich nun langsam wieder zu drehen beginnen. Dies ist die Geschichte eines Menschen, der frei sein wollte. Genial gemacht. Genial gemacht. Ja, und Schmidti zuckt auch. Schön. Hey, Ruhe, verdammt nochmal. Willst du das ganze Schiff wecken, oder was? Ach,
Bitte entschuldige, das war eben etwas harsch. Ich bin einfach nervös, das ist alles. Es war wieder der Traum, richtig? Wenn wir für jede Nacht einen Groschen bekämen, in der du, seit wir uns kennen, schreiend aufgewacht bist, wären wir jetzt vermutlich mit unserem eigenen Sternschiff nach Enderal unterwegs. Ach, Enderal. Und nicht so. Manche Dinge ändern sich wohl nie. Hast du dich schon mal gefragt, ob du dich vielleicht tief in dir selbst verantwortlich machst? Also für das, was deinen Eltern passiert ist? Ich weiß doch nicht, was passiert ist, Leute. Was ist überhaupt ein Sternschiff? Ist es so ein fliegendes Schiff? Ey, wenn das ein fliegendes Schiff ist, dann gehe ich ab. Wie kommst du darauf? Vielleicht aber selbst wenn, man soll das schon... Was soll das schon ändern? Warum sollte ich diese Bastarde vom Schöpfertempel haben, das zu verantworten? Nicht ich. Achso. Das ist also der Gott hier, der Schöpfer. Das ist so wie beim Christentum Gott halt, ne? Ein Gott namens Gott. Also in diesem Fall ein Schöpfer namens Schöpfer. Also so nicht gerade sehr... Ja, versteht mich. Sehr einfallsreich. Ja, nee, Schöpfer ist halt... Ja... Der einfachste Name, ja, da kann man sich so ein Gott so leicht merken. Wenn der so richtig behinderten Namen hätte, ja, da kann sich doch auch keiner den Namen merken. Ich nehme mal das. Naja, irgendeinen Grund muss es doch haben, dass du immer wieder diesen gleichen Mist träumst, oder? Ich meine, ich bin kein Gelehrter oder sowas, aber vielleicht wollen dir diese Träume ja irgendwas sagen, ich weiß nicht. Wahrscheinlich nichts, das stimmt. Aber wer weiß, vielleicht wird ja jetzt alles anders. Schon verrückt, welche Wege das Leben manchmal geht, oder? Hier sind wir, auf dem Weg in ein fremdes Land. Hättest du mir das vor ein paar Wochen erzählt, hätte ich dich für wahnsinnig gehalten. Aber wenn diese Geschichten wirklich stimmen, dann gibt es keinen besseren Ort für einen Neuanfang. Nicht einmal Sklaverei soll es auf Enderal geben. Kannst du es glauben? Das ist doch unglaublich. Einzig und allein diese blinde Passagiersache bereitet mir Kopfschmerzen. Wo kommen wir überhaupt her? Es geht ja zurück sein, sobald wir da drüben. Naja, das ist dumm. Selber schuld? Wir sind Diebe, verflucht, Betrüger! Ach, deine Mutter ist. Anders als dir macht mir das hier keinen Spaß. Aber gut, ist ja jetzt auch vergossenes Wasser. Ich hoffe nur, dass wir es als Fremdländer auf Enderal leichter haben als die in Nerim. Ach so? Deine Mutter war doch auch ein Flüchtling damals, oder? Woher genau kam sie nochmal? Leute, ich muss... Das hast du mir schon 100 Mal erzählt, aber ich vergesse es immer wieder. Das ist natürlich... Was? Oh mein Gott. Halb Kilen, halt die Fresse, ey. Von den Halb, was soll denn der Müll? Ich bin da... Nee, das sage ich jetzt lieber nicht. anscheinend kommen wir aus Nerim. Also da, wo wir in Oblivion waren. Mein größtes Problem ist jetzt, ich habe das damals nur mal angespielt. Ich war noch ziemlich jung, als das rauskam. Jetzt habe ich null Ahnung von dem, was in Nerim passiert ist. Mr. Maler hat mich extra gebeten, dass ich das hier Let's Show. Ich meine, ich hätte so oder so gezockt, aber Let's Show, ne? Hatte ich nicht jetzt klar drei gleich vorgehabt. Und ich kann euch leider nicht viel zu der Hintergrundgeschichte erzählen. Oh mein Gott, ist das laut! Was ist das? Ein halb. Zwang die durch ein Jahr. Jahrzehntelang Krieg verursacht Zerstörung des Landes, viele Aethener, keine Ahnung, zur Flucht in andere Länder. Magiebegabung. Arazialer. Steppen durchzogen. Gottes von Kiele.
sehr interessant hier. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich bin ja für so einen Typen hier. Ja, komm, ich nehm den Halb-Arazialer, der sieht irgendwie krass aus. Wie so richtig Kopf-Wikinger, ey. So, wir spielen natürlich einen Mann. Oh, toll, es gibt drei Voreinstellungen. Hauttönung. Alles klar. Ja, wir sind die Babos of Doom. Wir sind richtig krass drauf. Haartyp? Was? Ne, Hauttyp. Ich dachte schon. LOL! Was ist denn das? Oh mein Gott, ne. Das kannst du keinen antun. Tut mir leid. Aber ich will auch nicht aussehen wie ein Milchbubi. Namen. Puh. Weiß ich nicht, ob es jetzt so wirklich wichtig ist. Oh, komm hier. Tu. Alles klar. Ah, ne, das lassen wir erstmal. Oder? Auf einer Seite vielleicht nur. So, was gibt's? Ja, die gibt's wie bei Skyrim, alles klar. Aber so was Kleines hier, wie das einfach. Oh, komm, was soll's. Ach, Nasentyp. So viel werde ich da jetzt nicht ändern wollen. Ach du Scheiße. Was habe ich denn da jetzt gemacht? Nicht aussehen wie ein Schwein hier. So. Alles ist. Das lasse ich zu. Total gelangweilt. Hm, komm. Augenbrauen. Mund. So, Haare. Das sieht schon ziemlich geil aus hier, muss ich sagen. Ja. Boah, genau. Die Frisuren, ja. Ja, richtig. Ja, genial. Die haben mal gefehlt bei Skyrim. Ich nehme diese Dinger hier hin. Oh mein Gott, da gibt's noch mehr. Oh nee, auf keinen Fall. Hier, ich finde das cool, diese Frisur irgendwie. Ich nehme das. Und dann nehme ich genau das ja. So muss sein. Haarfarbe, ja, ein bisschen dunkler. So. Jo. Nehme ich. Name ich, richtig. Nein. Ich nehme mich einfach mal wie bei Sieben Wind. Arazeal, oh. Richtig, wie konnte ich das vergessen? Sie war eine der wenigen Dünenländerinnen, die jemals Fuß auf ein Schiff gesetzt hatten. Ja. Scheiße. Ja, ja ich. Naja. Ja.
Ich werde mich jetzt erstmal ein paar Stunden aufs Ohr hauen. Mach das. Du bist nämlich dran mit Wache. Moment. Hörst du das? Oh nö, jetzt geht's los, ey. Verflixt noch eins. Da ist wer. Die Weiber von heute wollen einfach niemanden mehr, der ihnen den Hof macht. Das ist das Problem. Früher war das alles anders. Und jetzt genug gequatscht, wir sind da. Die Milch, die war gestern noch gut. Wo habe ich denn bloß diesen dämlichen Schlüssel hingesteckt? Scheiße, was wollen die hier unten? Die Lampe, schnell, mach die Lampe aus. Gut. Und jetzt bloß leise bleiben. Na bitte. Hinein in die gute Stube. Boah, da stinkt hier drin ja wie die Eier des ersten Wartüren. Wie soll diese Kiste nochmal aussehen? Klein und mit einem Zeichen des Zuckerinselbunds drauf, glaube ich. Ah ja, richtig. Weiß der schwarze Wächter, warum die Kapitänin das so kurz vor der Ankunft noch unbedingt haben will. Du schaust oben, mich unten, alles klar? Alles klar. Schwarze Wächter. Oh Scheiße, die lassen uns keine Wahl. Wir müssen was tun. Du übernimmst den Alten und ich den Jungen, los. Alles klar. Was soll ich denn tun? Einen Haken! Gib ihm einen verdammten Haken! Ich gehe runter! Los, weich ihn raus! Mein Gott, der alte Typ rennt weg! Putz! Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war gar nicht geplant. Überhaupt nicht. Was machen wir denn jetzt bloß mit den beiden? Ja, ich würde mal sagen, Nee, das mache ich nicht. Ja, das macht Sinn, natürlich. Der eine hat doch gesagt, dass es nur noch ein paar Meilen bis nach Enderal sind. Mit etwas Glück bemerkt bis dahin niemand, dass sie fehlen. Oh. Komm, hilf mir suchen. Irgendwo muss ja hier ein Seil oder sowas rumliegen. Ich hab irgendwie das Gefühl, es ist jetzt... Wir hätten das Gröbste überstanden, nachdem wir es an Bord geschafft hatten. Tja, so kann man sich täuschen. Erst einmal hier, ne? Auf jeden Fall. Nägel sind immer gut. Oh, Fabian ist da. Der Master, ey. Oh, die Lampe kann ja wieder an. Geht nicht, toll. Jo, ich sehe keinen Seil. Oh, da ist ein Seil. Arme verirrte Seelen. Die Wahrscheinlichkeiten haben sich gegen euch gewandt. Was zum... Wer seid ihr? Mein plötzliches Erscheinen verwirrt euch, aber meine Identität ist nicht von Bedeutung. Ja, dann kannst du ihr, gehen. Lieber Sirius, seid es diesmal leider auch nicht. Ha! Was? Scheiße, erzählt niemandem von uns, bitte! Wir wollten doch niemandem etwas Böses. Diese Kerle sind einfach... Ihr bittet mich, euch nicht zu verraten, weil ihr nichts Böses im Sinn hattet. Und ich glaube euch. Aber leider werden meine Taten nicht von Mitgefühl bestimmt. Der erste Flügelschlag muss geschehen, damit sich die Wahrscheinlichkeiten fügen können. So wie sie es schon immer tun, seit Äonen. Es tut mir leid, Sirius. Lol? Was? Oh nein! Nein! Was tut Was ihr da? Geht falsch? Oh mein Gott! Oh, hat sich erledigt. Hat sich's erledigt.